Buongiorno Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute geht's mal wieder ins Studio und zwar zeige ich euch eine Alternative, wie ihr mal so richtig euren Rücken zerstören könnt. Es ist perfekt für jeden, der sagt, er will mal ein bisschen Abwechslung in sein Rückentraining reinbringen, beziehungsweise er will mal so richtig auf den Putz hauen und so richtig, richtig viel Kalorien verbrennen. Das Rückentraining an sich besteht eigentlich nur aus zwei Übungen und zwar erstens den unterstützten Deadlifts und zweitens aus dem vorgebeugten Langhantelrudern. Ja, und wie mache ich jetzt die Übungen? Jetzt ganz kurz zur Ausführung. Bei den unterstützten Deadlifts fangt ihr von dieser Position an. Ihr spürt hier im hinteren Oberschenkelbereich ein Ziehen und fangt nicht vom Boden aus an, die Deadlifts zu machen, sondern ihr greift hier im Obergriff auf Kniehöhe und fangt dann an, die Deadlifts auszuführen. Wie ich das Ganze jetzt dann mache, zeige ich euch noch genauer im Studio. Jetzt zur nächsten Übung und zwar dem vorgebeugten Langhantelrudern. Also beim Langhantelrudern ist es wieder genau das gleiche. Ihr fangt von dieser Position an, der Rücken ist gerade und ihr habt eine Linie mit dem Kopf. Ihr habt wieder den Obergriff und dann fangt ihr praktisch wieder von dieser Position aus an. Ihr spürt wieder das Ziehen hinten im Oberschenkel, nicht von dieser Position und dann irgendwie so versuchen so zu ziehen, weil das sind dann eher Schwachs und das geht nur auf den Trapezius beziehungsweise auf die Schultern, sondern wir wollen ja den kompletten oberen Rücken treffen. Wie gesagt, die Position. Die Stange ist dann auf Kniehöhe beziehungsweise etwas unter den Knie. Das Wichtige ist hier, nehmt die komplette Dehnung der Schulterblätter mit. Schulterblätter etwas nach vorne und dann nach hinten. Nicht zu sehr in diese Position rauf, also auf Brusthöhe, sondern ihr zieht das Gewicht an den Oberschenkeln zum Bauchnabel hin, sodass ihr den kompletten hinteren oberen Rücken trefft, beziehungsweise hier schön der Lat trainiert wird. Das ist eine meiner Lieblingsübungen für den Rücken und wie ich das Ganze jetzt dann mache im Studio, das zeige ich euch jetzt. Es besteht eigentlich daraus, dass ich die zwei Übungen mache, mit jeweils 50 Wiederholungen rauf und wieder 50 Wiederholungen runter. Ich mache das eigentlich immer so, ich mache 5 Sätze, a 10 Wiederholungen rauf und dann wieder direkt 5 Sätze, a 10 Wiederholungen runter. Sprich, ich habe bei den Deadlifts 100 Wiederholungen insgesamt und dann beim vorgebeugten Langhantelrudern auch wieder 100 Wiederholungen. Und das Ganze haut so richtig rein, verbrennt extrem viel Kalorien und macht ganz ehrlich auch richtig, richtig viel Spaß. Also dann fahre ich jetzt ins Studio und dann sehen wir uns im Studio gleich wieder. Suit and tie, but baby, I go to work. Don't do it for the money, but that's one.